Hey meine Boys da draußen, ich bin's Jan und heute habe ich das zweite Pack-Opening zu den englischen Adrenalin-Karten zur Europameisterschaft. Und zwar habe ich schon eins gemacht, als England gegen Russland gespielt hat. Heute spielen sie gegen Wales und deshalb öffne ich wieder zwei Päckchen. Die Päckchen hat jeweils 9 Karten drin und ich fange auch gleich mal an. Ich hoffe, wir ziehen etwas Cooles. Dann haben wir Wayne Rooney Goal Machine. Den haben wir, glaube ich, sogar schon beim letzten Mal auch gezogen gehabt. Dann haben wir Jack Wilshere, Michael Carrick Time Machine. Dann haben wir Fraser Foster als Goalstopper. Dann haben wir hier eine Celebrations Card. Danny Rose im Auswärtstrikot. Oh, Raheem Sterling als Keyplayer. Richtig nice Karte. Dann haben wir Jamie Vardy und noch James Milner. Also, ich bin ein bisschen enttäuscht, falls ihr das letzte Pack-Opening gesehen habt, das ja am Samstag gekommen ist. Da haben wir wirklich von den Besonderkarten wirklich fast genau die gleichen bekommen. Deswegen bin ich ein bisschen verwundert. Aber ich hoffe, jetzt bekommen wir bessere. Da haben wir als erstes Nathaniel Klein im Auswärtstrikot. Kommt auch bekannt vor, genauso wie das Wembley Stadium. Unglaublich hier. Dann haben wir Defensive Rock Phil Jakielka. Dann haben wir hier Midfield Master, heißen die, glaube ich. Ross Barkley. Dann haben wir, eine Double Trouble Card von Jamie Vardy und Harry Kane. Dann haben wir hier Phil Jones, John Joe Shelby, dann Daniel Sturridge im Heimtrikot und Kyle Walker. Und ja, das war's auch schon mit dem Video. Das nächste Pack Opening kommt dann nächsten Montag, wenn England gegen die Slowakei spielt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr das andere noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall auf unserem Kanal vorbei und ist jetzt auch hier oben eingeblendet. Und ja, falls ihr die weiteren Openings nicht verpassen wollt, abonniert doch, falls ihr neu seid. Und da, dann sehen wir uns bald wieder hier bei Buddies United. Ciao. Yeah.